So, und die ganzen Reward-Bags durchgehen. Erstmal die Good, dann die Greater. Mann, ist der doof. Wer? Typ steht direkt vor mir und kann mich, trifft mich nicht. Ach so, du machst ja gerade was anderes nebenbei. Ui, ganz viele Essenzflaschen. Ui, ganz viel volles Inventar wegen ganz vielen dämlichen Fishing Rods. Ah. Was war denn das jetzt für ein sehr schlauer Spieler? Steht direkt vor mir, visiert mich direkt an und trifft mich nicht. Soll ich die Essential Bottle zu den anderen packen? Oder die, die übrig sind, noch zu den Golems und so weiter? Und ins System? Ist komplett deine Entscheidung. Hüff. Und du kannst nicht, übrigens nicht von jedem erwarten, dass er unglaublich super schießt, also. Er Oh, diese stand Wisps! direkt vor mir. Du bist auch nicht die beste Schütze. Wenn jemand direkt vor mir steht, treffe ich. Überraschungsmoment. Nein, ich stand da schon sehr lange. Steh doch rein, du. Sagt er ihm nicht. Alles klar. Ja, ich spiele gerade noch mit ein paar dummen Menschen. Das Von habe neben dem ich her, wir wollen gemerkt. beide in dieselbe Richtung, der will irgendwie nicht einsteigen. Ja, vielleicht Spiel mit will er uns, nicht. wir sind nicht dumm. Also, ich bin nicht dumm. Ich auch nicht. Ebenso. Doch. Nein, ich bin nicht dumm. Nee, du bist nur immer nervös, wenn nichts da ist. Was? Ja. Was hat das jetzt damit zu tun? Nichts, deswegen. Ah. Okay. Bahnhof. Aber er hat es nicht verstanden, das macht ihn zu einem schlechten Menschen. Kein Kommentar. So. Du wärst ein Mensch also nach dem... Ob er Ja, ein... tue ich. Okay. Er ist ein Peacock. No, also ich bin Du an der hast Feindflagge was? vorbeigerannt. Ein komischer Schmetterling. Ach so. Kann man nicht irgendwo mal platzieren? Yay, Learning to Skyblock ist jetzt auch complete. Boah. 3 Zombies gekillt. Ach, schön. Yay, 4 Äpfel. Und bleib mal stehen. Ist. Kannst du dich einfach in die Kiste reinlegen? Nö. Ehrlich? Das wird zu weit. Dann schmeiß die Teile halt selber weg. Ich brauch die auch nicht so unbedingt in den Massen. Doch. Glaub Nein. mir. Doch, glaub mir. Ich Du schmeiß doch weißt was nur selber über nicht. Bord. Ui, ganz viele Kristalle. Pack ich mal hier so drumrum, ne? Und den Infusor ein bisschen selber machen. Mach Mein ich selbst. Gott, sie hat mich gesehen. Brauchst du mir etwa nicht? Vor allem, weil die normalen Kristalle keinen Effekt haben. Sondern? Nur die, soweit ich weiß, nur die Mixed Crystal Clusters. Okay. Ja, einfach mal immer meine Kisten zumüllt hier, ne? Aber Lamp of egal. Growth. Ja, schmeiß weg. Echt? Haben wir so viele davon? Wir haben genug davon und wir verwenden sie eh nicht. 17 Stück in seiner Chest. Jo. Jetzt 18. Ich glaube, ich hole jetzt ein paar richtig schöne Kills. So, war es das jetzt endlich? Nein. Doch, die Bienen habe ich schon. Glaube, wir haben alles. Nee, Supply Logistics Ich Reward habe Ding alles. fehlt noch. Ja, du hast alles. Das ist schön für dich. Magic Wax, braucht man das für irgendwas? Für Medic Capsules, die halten zwei Eimer. Boah, brauchen wir nicht dringend, oder? Nö. So, wir sind jetzt applizierte Fans. Okay. Ja.
Ja, okay. Es rutscht. Ist da sind bisher noch 5 rausgekommen. Bisschen forschen. Was? Och, weiß nicht, Omi hat sich ja sämtliche die Stone-Flüssigkeit in nichts und Wohlgefallen aufgelöst. In welches, Maldory? In der nehme Autocrafter. Okay, ne, dann passt schon. Weil die obere ist automatisiert. Eigentlich habe ich jetzt getan, was ich tun wollte in der Aufnahme. So schnell? Ja, ich habe gedacht, das dauert noch länger, aber hat's nicht gedauert. Hast du Hunger? Was, warum? Wegen Kuchen. Nein. Okay. Ach so, ich habe übrigens rausgefunden, wie man diese Blood Magic Goggles bekommt. Die was? Die muss deinen normalen. Die muss, genau. Du musst deinen normalen Goggles of Revealing binden. Ah, geht das mit oder ohne Damage? Das weiß ich nicht, das kann man ausprobieren. Weil mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Dann machen wir das jetzt. Jo. Ich bin blind. Ja. Das sieht so unglaublich hübsch aus. Ich weiß. Einfach auf den Mittelstein draufschmeißen. Ja, nicht das Buch. Ja, daneben, genau. Was macht ihr da? Achso. Wir binden. Ist das was passiert? Ja, aber anscheinend geht's nicht. Doch, das leuchtet doch hier an den Kästen. Das an blubbert auch noch. Es müsste einen Blitzeinschlag eigentlich geben. Noch blubbert. Ja, vielleicht braucht's ein bisschen Blut. Und das hat mir erst genug Blut. Das ist immerhin an einen Kristall gebunden, der mich gebunden ist. Wobei. Obwohl das vielleicht auch resettet. Warte mal, vielleicht braucht's den halben auch noch. Schmeiß mal den halben auch noch mit drauf. Nee. Meinen Helm habe ich ja noch, den können wir eigentlich wieder entbinden. Weil. Weißt du mal noch mit drauf? Das ging schon. Okay. Ups. Gut gemacht. Also rein experimentell. Naja. Ja, schmeißt das Ding einfach mal drauf. So ein Held einfach. Wie viel Schaden hat die dir eigentlich? Weil die ist jetzt mehr als halb voll wieder. Da war sie auch etwa. Okay. Hätte sein können, dass das jetzt automatisch repariert. Robert. Tut sich nichts. Vielleicht ein bisschen animieren? Scherzkeks. Vielleicht hilft es. Scheiße. Gut, wenn wir das schon mal nicht machen, dann kriegst du deine Brille mal zurück. Dann gucken wir mal, ob wir eine neue bekommen, / die reparieren können. Und ich entbinde jetzt mal den Helm. Das klang falsch. Ich weiß. Oh! Entbunden. Ach so, das war entbinden. Ach, wenn das immer ich nehme, dann auch so einfach wäre. Vier Blitze auf einmal und dann ist es draußen. Ja. Ich wollte gerade sagen, du musst darüber reden, ne? Du hast damit so viel Ahnung. Naja, nach dem, was man so hört. Nach dem, was man so hört, was hast du denn für Geschichten? 12 Stunden, 16 Stunden teilweise. Das ist unangenehm, ja. Ja, wie Herr Münch gesagt hat, Jungs, seid froh, dass die Mädchen die Kinder kriegen. Ja. Er hat ja jetzt letztens ein zweites Kind bekommen. Er hat seins gekriegt. Ja.
Nicht etwa vielleicht deine Frau oder so? Nein. Okay. Von wegen Ausnahmen bestätigen die Regel, oder wie? Bis? Nichts. Wer es nicht versteht, ist einfach zu doof. Ja. Was? Du weißt schon, du redest gerade laut, ne? Ja, ich weiß. Und das wird noch hochgeladen, also. Ja. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Aber da war ein sehr netter Herr Wock. Der wollte nicht sich da lang fahren. Spätestens jetzt sollte jeder wissen, was ihr spielt. Und wer es nicht weiß, der ist auch gut dran. Havoc? Gibt's auch War Thunder? Will sie War Thunder? Ich? Ja. Und es hat sich geklärt. Was? Das Melanie Warfare spielt oder irgendwas anderes? Käsebrot. Was? Käse? Ja. Ja, Käsebrot. Leider. Käse. Die mache ich ausgehen, glaube ich. Was, den Käse? Nee. Ich will den Industrialisten. Oh Mann. Ebenso wie den 5-Sterne-Koch, oder können wir den onscreen auch noch machen? 5-Sterne-Koch? Ja, the end. Den 5-Star-Jeff. Ja, komm, den können wir schon noch machen. Obwohl. Naja, wir haben ja noch nicht mal den Mushroom. Ein Stack Spargel, ein Stack Bananen, ein Stack. Was ist das? Barley? Das ist, glaube ich, Roggen. Auf jeden Fall Schrot. Nee. Ehren. Hast du inzwischen Hunger? Meine Güte. Ich frage nur, weil der Kuchen. Hab ich nicht. Okay. Frag nie wieder. Wie gut, dass wir Magnesiumstaub haben. So. Ich habe zwei Blöcke. Du hast ein bisschen weiteres aus. Also ich muss sagen, es ist sehr spannend, wie ihr euch einschweigt. Ja, wieso? Ich rede hin und wieder mal und die anderen sind beschäftigt mit was auch immer. Wahrscheinlich Bienen und Magie. Yep. Ja, und eigentlich versuche ich mich nur gerade irgendwie zu beschäftigen, weil ich echt nichts mehr zu tun habe und eigentlich gehofft habe, dass wir genug gefüllt haben an Zeit, bis ich das fertig habe. Und da. So, das ist effizient. Ja, wie ist das jetzt mit dem Mond Core of the Primal? Die will ich eigentlich machen. Staff Core war das. Mond Core? Staff Core? Da fehlen mir noch ein paar Aspekte für und die jetzt alle zusammen zu schmelzen, das ist einfach dämlich. Okay.
Hat auch keinen Unterhaltungswert und nix, also. Wir könnten anfangen, die Magneten zu machen. Jo, können wir auch. Oder wir brauchen noch eine Soulsand-Produktion. Eine gute, ein bisschen, ich glaube, diesen komischen Dreck da zusammensammeln und so weiter. Mycelium heißt das. Mycelium, wo brauchen wir Mycelium für? Für Soulsand. Echt? Wir brauchen 10.000 Soulsand. Wir haben 64 vielleicht. Nein, nicht einmal. Was macht eigentlich unser Nether Quarry? Spaß haben. Ich schätze, die hat Spaß. Lass doch mal nachschauen. Jo, das wäre doch mal was. Kommst du mit? Nö. Dritte Person, nicht? Okay. Warte, ich schnapp mir nur kurz eine Flagge. Du kannst doch gar nicht. Doch. Nein, du kannst nicht. Du hast nicht zu können. Doch, ich hab ein Boot, ich komm rüber. Also ich Flight Potion. Müssen aber bis weit über den Jordan. Hier ist eine Katze, die durch die Gegend rennt. Was soll's? Kitty Cat. Hast du auch Flug? Ich habe auch Flug, ja. Und Nachtsicht im Nether ist kontraproduktiv. Oh ja. So, hier sind Zäune gefunden. Und nein, sie ersetzt es doch alles mit Dreck, wie es aussieht. Das heißt, wir könnten dann ziemlich viel Spaß haben, den ganzen Dreck wieder abzubauen. Wir könnten es auch sein lassen. Wir könnten es auch nicht sein lassen, weil das verdammt viel Dreck ist. Den wir dringendst brauchen. Ja, gut. Weil 6 Millionen Dreck ist nicht einfach mit diesen scheiß Barriers zu kriegen. Ja, dann, genau, dann bauen wir uns mal einen Excavator. Hier ist gerade irgendwas explodiert, wahrscheinlich Nether Quartz. Also, das Dreck habe ich schon. Und verdammt viele Netherfische. Was meinst du mit Excavator? Diese super Schaufel aus Think of Construct. Wobei, wir können, glaube ich, auch die Flax-Infused nehmen. Du hast schon recht, ja. Wir hätten, glaube ich, auch noch einen Shovel of the Earth Mover da, wenn du brauchst. Ja. Also, ich glaube, die machen aber alle nur 9. Gibt's da nicht irgendeine bessere Möglichkeit? Shovel of the Earth Mover kannst du, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar erweitern. Also, wenn du mit irgendeiner Taste den Radius ändern. Oder so, da war irgendwas. Weil bis wir das alles weggegrindet haben, dauert. Mhm. Mit nur 9 Blöcken oder auch Kern. Ja, dann holen wir mal eine Shovel of Earth Mover. Und am besten irgendwas gegen diese Drecksviecher. Weit wegfliegen und dann despawnen lassen. Wenn sie denn despawnen. Was ich immer so zweifle. Die sollten despawnen. Okay. Gut gemacht. Ich würde gerne mitspielen, aber ich kann gerade nicht. Ja, sie sind so ein paar Idioten, außer der eine Premium mal wieder. Oh, ja. Scheiße. Ja, ansonsten, die standen da zu zweit rum, ich hab die abgeknallt, hat sich keiner bewegt. Tja. Ah, Afkala. Ich könnte nee, natürlich auch einfach gleich rausgehen, so wie Frank das schon mal gemacht hat. Na, aber ich glaube, der hat wirklich seine Verbindung verloren. Ich weiß, aber das muss ja keiner wissen. Jetzt wissen es gerade alle. Gesagt. Jetzt hast du einen Fehler begangen. Das muss aber keiner wissen. Weiß der Golem ist einfach dumm. Wieso, was macht er denn? Ach, der schafft es nicht irgendwie an den Köpfen vorbeizugehen und kann die nicht richtig umgehen oder über die drüber laufen, weil er dann immer wie Tiere auf Zäunen, der fängt dann an sich so sinnlos zu drehen. Okay. Weil die diesen Bug immer noch nicht gefixt haben. Huch. Hm? Was ist das? Wieso was? Ich will mir noch mehr Butter Traveler. Fresse. Achso, okay. Fresse! Ja. Small.
Ich wollte dir nur freundlich nachfragen, was du gerade so tust. Wolltest du nicht? Doch, habe ich doch. Hast du nicht? Wie ich das habe. Geh gleich wirklich weg. Deine Schuld. Ach ja. Nee, ich hätte eh gehen wollen, aber. So. Apropos gehen. Ihr könnt jetzt übrigens automatisch Schluckpotions wieder auffüllen. Ja, egal. Ich glaube, eine leere haben wir schon. Müssen ja nicht mal leer sein, wir können auch halb voll nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Das müsste gehen, die füllen schließlich nur 8 auf, meine ich. Nee, nicht 8, 5, so, 5 von 8, so, ja, genau, das war's. Tja, ansonsten können wir noch ein bisschen was Dämonen battlen, theoretisch. Jetzt auch die Großen. Nee. Warum nicht?